An alle, die rote Karte für alle, die dauernd von irgendwelchen Spoiler-Scheiß reden. Leute, sprecht miteinander, geht aufeinander zu und sagt nicht dauernd Spoiler, Spoiler, Spoiler. Mann, ich habe hier Fälle, die kommen rein. Du, warst du schon im neuen Film? Ja. Dann will man was. Spoiler mich bloß nicht voll, ich war da noch nicht drin. Hallo, dann fragt man auch nicht. Warst du schon im Film? Hast du dir die Musik angehört? Leute, wenn ihr schon verrückt werdet, und ihr seid schon verrückt durch Internet, ist leider so, redet miteinander. Seid froh, dass ihr dieselben Hobbys habt. Seid froh, dass ihr irgendwie dieselben Freunde habt. Seid einfach nur froh, dass ihr lebt und Spaß habt. So, wenn ihr anfangt da mit diesem Scheiß, Spoiler, 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 seid ihr selber schuld. Ein Spoiler gehörte in meiner Zeit der 70er Jahre an einem Auto. Heute hat man kaum noch einen Spoiler am Auto, weder groß, mittel, klein. Ja, einige sprechen halt von CO2-Autos, ihr wisst schon, was ich meine, E-Autos, E-Scooter und so weiter. Also wir sind in einer total verdrehten Welt, meine lieben Freunde, im Jahre 74, 75, 78, 79 hatten wir noch richtig Winter, in den 60ern sowieso. Wir hatten weder Internet, wir hatten weder Phone oder sonst was, wir mussten miteinander reden. Man musste auch miteinander auskommen, man war in Gruppenbildungen, wir waren in Diskotheken und so weiter. Wir hatten also Spaß gehabt. Heute haben wir Spaß nur noch im Netz, selbst zu Hause. Wenn man Glück hat, hat man noch Freunde, wenn die noch am Leben sein sollen. Ab einer gewissen Uhrzeit des Lebens werden die weniger. Ja, und die Einschläge kommen auch immer näher. Müssen wir mal drüber reden. Also hört auf mit Spoiler, Spoiler, Spoiler. Es geht mir auch um Jack. Es geht ja eh alles zu Ende. Star Wars geht zu Ende. Demnächst sitzt er sowieso noch vorm Fernseher bei Disney Plus. Und einige sitzen ja jetzt schon. Kanada, Australien und auch die Niederlande sitzen ja schon vor Disney Plus und erzählen uns eigentlich. Hören wir das auch an. Für mich gibt es da keine Spoilerwarnung. Wenn mir einer da so einen Mandalorian-Film da etwas länger zeigt wie normal, schaue ich mir den auch an. So. Man ist doch froh, irgendwie eine Gemeinschaft zu haben, in dieser Gemeinschaft zu sitzen, zu schwitzen und sich zu freuen oder auch nicht. So, wenn man anfängt da, Spoiler, 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 ich weiß, das ist totaler Schwachsinn. Wie gesagt, wie alles angefangen hat, damals in den 70ern, wie der erste Star Wars rauskam, Krieg der Sterne. So, Krieg der Sterne wurde dann an irgendeiner Autobahnraststätte da geholt für 50 D-Mark, Raubkopie, grottenschlecht. Und alles saß an einem kleinen Fernseher und schaute sich das nochmal an. Ja, manches Kinderzimmer, so nannte man das früher auch. Kinderzimmer, Jugendzimmer, keine Ahnung, wie man das heute nennt, Räuberhülle oder so. Meistens sitzt ja kaum noch einer dort, weil meistens nennt man das mittlerweile PC-Raum oder so. Wir sind ja alles gebildet durch PC, wir sind ja gebildet durch Internet. Ja, ich erteile dem Spoiler heute, das Wort Spoiler, den Spoiler-Alarm, die rote Karte. Das ist heute mein Aufruf. Leute, kommt aufeinander zu, unterhaltet euch, freut euch, sprecht über Star Wars, sprecht über Cobra 11, sprecht über eure Spielfilme, sprecht über eure Serien. So. Bei Netflix zum Beispiel wird Star Trek rausgenommen. Im Moment kann man Star Trek noch volle Lotte bei Netflix sehen, aber das will man da irgendwie rausnehmen. Schade eigentlich. Star Wars ist bei Netflix schon rausgenommen worden. Schade eigentlich. Ja, wie gesagt, kaum einer spricht über irgendwas wegen Spoiler-Alarm. Ja. Ich meine, Game of Thrones war eine lange Geschichte. Die Zombie-Geschichte da war auch eine lange Geschichte. Warum sollte man sich nicht darüber unterhalten, über die Zombies, über Game of Thrones und so weiter und so fort. Wir hatten eine wunderschöne Zeit gehabt, wir alle. Durch diese super Filme, die im Kino kamen. Ja? Herr der Ringe, ja? Konnte man jedes Jahr reingehen. Der Zauberjunge, ja, ihr wisst schon, Harry Potter, konnten wir auch eine ganze Zeit lang, konnten wir Weihnachten reingehen. Da gab es das nicht, man freute sich. Man freute sich über die Bücher, in den Büchereien, um Mitternacht geöffnet. Ich weiß nicht, welche Zeit ihr mal erlebt habt, aber ich habe eine wunderschöne Zeit erlebt. In dieser wunderschönen Zeit gab es das Spoiler nicht, da gab es auch die rote Karte nicht, nur beim Fußball. Wir haben uns so dermaßen gefreut. Ja.
Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben Kaffee getrunken, wir haben Kuchen gegessen und wir hatten andere Sachen. Ja? In der Jugendzeit hatte einer gesagt, wie viel Geld hast du in der Tasche? Hat man dann in so einen Sack, also in so eine Runde geworfen und dann hat man gezählt, ey, wir haben 20 Mark zusammen, lass uns was holen, ne? Brötchen, Mettos und was weiß ich alles. So, dann haben wir unsere, ne? Bis man natürlich, es gab da einige Füchse, die dort da, ne, die hatten nur eine Mark da reingeworfen, in Wirklichkeit hatten die noch 50 Mark bei, aber die Typen gab es halt auch. Also Gutes und Schlechtes wird es immer geben, Schlechtes und Gutes wird es auch immer geben. So wie jetzt die Post reinkommt und mir böse Sachen bringt, muss ich durch. Ne? Der Postbote kriegt jetzt die rote Karte, der kriegt jetzt die rote Karte. Aber wie gesagt, muss ich durch, so ist das Leben eben. Ne? Wenn die Post kommt, bekommt man meistens nichts Gescheites. Ist leider so. Irgendwelche Rechnungen, Mahnungen oder sonstigen Blödsinn. Da muss man halt durch. Also wie gesagt, die Post kriegt heute die rote Karte. Das ist das Einzige aber auch. Aber halb so wild. Die Post werde ich gleich, werde ich gleich entgegennehmen. Hi. Danke. Hey, ich sag dir, dürfte sehen, siehst du, Ministerium. Ne? Ministerium, das ist normal. Und natürlich was Schönes. Zum ersten Mal hat er mir was Schönes gebracht. Er hat mir was Schönes gebracht. Wow. Und dann noch doppelt. Doppelt. Was soll ich mit zwei? Ne? Was soll ich mit zwei? Egal, muss ich eine wieder zurückschicken? Ist ja wohl klar. Nicht so schlimm. Machen wir. Kein Thema. Sag ich ja. Rote Karte, rote Karte. So, wie gesagt, das andere, das ist normal, das ist Werbung. Ne? Und das ist Finanzamt. Das ist auch immer nur Drohnen und Winken und was auch immer. Ist halt so. Also noch einmal. Hört auf mit Spoilern, nehmt es hin. Gut, ich bin Geschäftsmann, ich sehe das alles etwas lockerer. Ja, das ist halt so, da muss man durch. So, aber da habe ich alles wieder doppelt gekriegt, ich habe die nur einmal bestellt. Mir ist aufgefallen bei Amazon schicken sie mir immer doppelt, kassieren auch immer schön doppelt, machen mir dann immer das Konto leer. Ne? Aber was will man machen, muss man durch. Okay, meine lieben Freunde, denkt dran, kein Spoiler. Gebt dem Spoiler die rote Karte, ne? Gebt dem Spoiler die rote Karte und dann stimmt es. Also dann, viel, viel Spaß.